Ja, ich möchte gerne mit Visual Studio Code ein bisschen mit Docker herumspielen. Dazu habe ich hier die Docker-Erweiterung installiert und fange mit einem völlig leeren Projekt an. Und dort lege ich erst einmal eine Index-HTML-Seite an. Das sollte natürlich ein HTML5-Projekt werden. Und das soll heißen Docker-Test. So ein bisschen Bootstrap wäre noch ganz schön, deswegen binde ich mal kurz Bootstrap ein und erzeuge hier ein Div mit einem Jumbotron und da drin ein H1-Element. Hello from Docker. So, das soll es erstmal gewesen sein und das würde ich jetzt ganz gerne in einen Docker-Container verpacken. Dazu drücke ich F1 und schreibe Docker. Und da sieht man schon Add Docker Files to Workspace. Das ist ganz gut. Was für eine Laufzeitumgebung brauchen wir? Wir brauchen natürlich einen Webserver, deswegen Nginx. So, dann werden die Docker Files angelegt. Na, ich muss doch others. Und Port 80, darauf lauscht natürlich unser Webserver. Was brauchen wir? Wir brauchen Nginx. Nginx als Webserver. Das Ganze soll auf einen Port lauschen. Das ist natürlich 80. Und wir müssen noch die Index-HTML-Seite in unser Projekt kopieren. Das heißt Index-HTML. Und das Ganze soll nach User Share Nginx HTML. So. Das ist nämlich dann unser Hauptverzeichnis. Das soll ein bisschen groß geschrieben werden. Gut, das wäre alles. Also auch basierend auf das Nginx-Image mache ich das Image Docker-Test. Port nach außen, der geöffnet werden soll, ist 80 und ich kopiere das Ganze rein. Nun wird es Zeit, das Docker-Image zu bilden. Dazu wähle ich einfach Build Image aus. Das Ganze soll Docker-Test Latest heißen. Und nun baut mir Docker das Image zusammen. Das ist schon passiert. Und da sehe ich, hier ist mein Image. Und das Image kann ich jetzt auch starten. So, zack, da läuft der Container. Wenn ich jetzt in einem Browser Localhost Port 80 öffne, dann sehen wir unsere Webseite. Ja, das Image kann ich auch, den Container kann ich auch meine Shell attachen. Jetzt bin ich mit dem Container verbunden und ich kann zum Beispiel gucken, CD User Share Nginx HTML und tatsächlich da ist unsere Index-HTML. Das ist nicht installiert, aber cat, da ist unsere Index-HTML-Seite. Ja, wenn ich den Container neu starten möchte, dann kann ich das natürlich machen, dass ich einfach den Docker-Container neu starte und jetzt soll er mal auf Port 81 lauschen. Da ist der zweite Container gestartet. Und wenn ich hier jetzt Localhost die 81 angebe, da läuft unser Port 81. Und wenn ich das hier aktualisiere, dann läuft hier auch noch unser Port 80. Ja, die laufenden Container kann ich natürlich auch wieder löschen bzw. stoppen. Stop-Container. Und auch hier Stop-Container.
Docker Test Latest, zack, und dann sind die Sachen wieder angehalten.